Servus meine lieben Jungs und Mädels, ich begrüße euch zur Wochenplanung für die kommende Woche. So, diese Woche werden wir das Ganze ein wenig beschleunigen. Ich habe in den letzten Wochen immer so lange gebraucht für die Wochenplanung. Diesmal machen wir das etwas schneller. Wir fangen direkt an mit dem Montag. Montag kommt die Sonnenpharaone. Ja, sie kommt mal wieder. Mein Gott, lange keine Sonnenblume mehr gezeigt in der Einzelfolge. Heute oder morgen kommt da mal wieder die Sonnenpharaone. Oder der Sonnenpharao, je nachdem, wie man es nimmt. So, am Dienstag, kommen wir direkt auf den Dienstag zu sprechen, da kommt der Wrestling-Star einmal wieder. Den hatten wir auch sehr lange nicht mehr. Ich habe versucht, die Woche mal Sachen reinzunehmen, die wir einfach wirklich lange nicht mehr hatten. Ja, deshalb kommt der Wrestling-Star am Dienstag. Und ja, Wrestling-Star, schauen wir mal, ne? Mittwoch kommt der Giftschnapper einmal wieder. Ja, die einzige Giftklasse, die man spielen kann bei den Pflanzen, weil der andere... Anderen sind ja ein bisschen beschissen, die anderen Klassen. Es gibt ja nur eine andere. Aber egal. Jedenfalls Giftschnapper, ja, der kommt am Mittwoch. Der wurde sich nämlich mal wieder gewünscht. Deshalb spielen wir den am Mittwoch. So, am Donnerstag, ich wollte gerade sagen am lieben Donnerstag. Nein, am Donnerstag kommt dann einmal wieder der Mechaniker, der, wie hier geschrieben wurde, über 150 Folgen nicht mehr kam. Deshalb... Habe ich da mal vertraut und gehofft, dass das stimmt. Und ich werde sowieso nochmal überprüfen, ob das stimmt oder nicht. Werden wir dann sehen. Aber ich denke mal, das wird schon richtig sein. Also Mechaniker kommt am Donnerstag. So, am Freitag kommt dann einmal wieder die Kommando-Erbse. Die wurde sich gewünscht von zwei Leuten, die ich vorher noch nicht gelesen hatte. Den Namen war mir völlig unbekannt. Deshalb habe ich die Kommando-Erbse hauptsächlich genommen. Und ich glaube, weil wir die auch schon etwas länger nicht hatten. Die scheint ja auch sehr beliebt bei euch zu sein. Ich lese des Öfteren einfach mal Kommentare über die Kommando-Erbse. Deshalb haben wir sie diese Woche mal mit reingenommen. So, dann kommt am Samstag etwas, was heißt etwas Besonderes? In dem Sinne nur besonders, weil normalerweise würde jetzt wieder ein Zombie kommen. Aber ich habe nur eine Kombination für zwei Zombies gekriegt. Deshalb habe ich das auf den Sonntag geschoben. Und am Samstag spielen wir dann nochmal eine Einzelklasse. Das ist dann nämlich die Jade-Kaktee, die wir auch mal wieder in einer Einzelfolge sehen werden. Ich bin mal gespannt auf die Jade-Kaktee. Da ich die ja sehr gerne spiele, werden wir dann sehen, ob ich mit der eine schöne Runde liefern kann. So, und am Sonntag, kommen wir zum Sonntag, schon ist die Woche rum. Da werden wir eine Kombination aus zwei Klassen spielen. Es sind zwei Wissenschaftler. Ich habe den Kommentar gesehen, ihr habt da wirklich eine Menge drunter geschrieben. Und zwar, es ging darum, dass ich den Dr. Chester und den Meeresbiologen spielen werde. Und das Ganze wird hier ausgiebig quatscht von euch. Ihr habt verschiedene Ideen, wie ihr die Kombination nennen würdet. Unter anderem Chester-Biologe wurde genannt, Käsologe wurde genannt, Chester-Lachs, Käse und Lachs und ja, das war's, glaube ich. Und davon werde ich mir eins aussuchen. Das Ergebnis seht ihr jetzt da ungefähr. Da müsste jetzt dann der Name stehen. Ich mich nicht irre. Oder ich glaube, ich muss es so machen, weil das Bild ist, glaube ich, hier schon Ende gleich. Also ich glaube, ungefähr da unten müsste es jetzt gleich stehen. Oder stand es wahrscheinlich, oder steht es wahrscheinlich schon. Daher, ja, die Entscheidung, die ich getroffen habe, wie ich das Ganze nennen werde, habt ihr jetzt gerade gesehen. Und ja, das würde ich sagen, war es dann für die Wochenplanung. Etwas kürzer mal die Woche, weil ich habe die letzten Wochen einfach so lange gebraucht. Ich will euch ja auch nicht die Zeit stehlen für nur eine Ankündigung, was ich in der Woche zeigen werde. Von daher, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Woche und macht's gut. Bis denn dann. Ciao.